Ey, da hängt einer an meinem Auto. So. Ja, guten Tag zusammen, Leute. Hier, herzlich willkommen bei Spielrausch bei YouTube. Wir zocken hier weiter mit GTA 4. Wir müssen zum Vlad. Dieses Auto ist mal gar nicht in Ordnung. Egal, wir halten einfach mal hier. Ich habe ja noch das andere da gespeichert. Aber das möchte ich gerne da behalten. Clean Getaway. Yoko, there you are. Okay. Vlad. Come on, let's go for a walk, okay? Right. Okay, come on. I don't even like That's a good... Where are we going? To my car. Why? Because of your cousin owed me a lot of money, and until he pays me, you're fresh off the boat! Excuse me? Ass is mine. What the fuck you mean, why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on! Panovince, старая ведьма! Come on, Yoko! What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Great. Yeah, wild! Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Mikhail's the man. Shit! My nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on! Wait! I'm walking here! Let's go! Damn city, always trying to run you down, huh? Hey, man, can I borrow get a dollar? Get a job, hey, you deadbeat truck head! Just a little change, man! Man, hey, where do these people get off? Like I'm gonna pay for their drug habits! Well, say something! You are so fucking laid back! Moron! Come on! Want some? Good. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen. That's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some laxative in it, though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister, and it's parked on the projects by EIC subway station. Okay? Sure. You yeah. Got keys? No, Yoko. I need you to take the car. Ask who owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in a car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little party. Fine. Have fun, dickhead. Alles klar, Leute. Jetzt stehe ich hier und kann schon wieder mit dem Taxi fahren. Man konnte auch nach dem Taxi pfeifen. Ich weiß noch nicht, wie es geht. Where you wanna so go? Take me to Wappinger Avenue. On our way. Let's get don't going. The window. Komm, hau rein, du. Was? 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 Moment. Ach, wir sind hier. Wir sind schon da. Ich habe jetzt $2 dafür bezahlt, dass er einmal den Wagen andersrum gesetzt hat. Okay, ich hab's total vergessen, dass es hier ist. Cool. An einem Symbol mit einem aufwärtszeigenden Pfeil siehst du, dass sich das Ziel über deiner aktuellen Position befindet. Zeigt der Pfeil nach unten, dann befindet sich das Ziel tiefer als du. Wow. Wäre ich nicht drauf gekommen, Rockstar. Aber es gibt Menschen, die können das nicht begreifen. Die können Zeichen nicht lesen, brauchen diese Erklärung noch. Schätzelei. Oh, guck mal hier auch, wie schön. Gibt's hier was zu entdecken, bevor ich da zu dem Pfeil gehe? Immer gucken, immer gucken. Geldautomaten. Oh, die kann man sogar benutzen. Guck mal. Cool. Bank of Liberty, ja, ja. Coole Sache, ja. Und oben kann man auch noch was gucken. Ich meine, es passiert da jetzt nichts Böses. Jetzt haben wir auch einen Pfeil nach unten gesetzt. Einmal
irgendwas zu finden hier. Cool. Ruski, Ruski. So. Was war das denn? Hat der ein Saxophon? Hey du. Der hat ein Saxophon in der Hand. Ja, ich bin auf der falschen Plattform, ich weiß. Ich wollte nur mal checken, ob es hier irgendwas gibt. Entschuldigung. So, dann gehen wir mal hier hin. Warte, bis der Zug kommt. Und der kommt sofort. Nice. Und wie original sich das anhört, ne? Ich liebe es. Okay, wir gehen hier rein. Halt, stopp, ich will mit. Ja, nice. Mit Zügen kannst du längere Strecken innerhalb der Stadt schneller zurücklegen. Ja, das glaube ich, ne? Muss man nicht rechts, links fahren? Ist mehr Luftlinie und alles, ne? Ich kann auch die Kamera schwenken? Jawohl. Wow. Und auch die Innenansicht, ja. Und, oh. Naja, gut, da haben die recht, ne? Also schneller wäre ich jetzt mit dem Auto garantiert nicht. Ja, das ist cool. Finde und hol dir den silbernen Blister kompakt zurück. Machen wir. Gibt es hier irgendwas zu entdecken? Ich hätte ja gerne mal was gefunden. Aber es würde da von allem abheben und leuchten, denke ich mal. Wir gucken auch mal da hinten, weil von hier sehen wir das nicht. Du musst immer alles abchecken. Oder vieles. Was ist mit dir da? Mit wem redet der? Okay. Okay, hier gibt's nichts zu holen. Und von hier oben sieht man auch nicht irgendwas. Das war doch nicht nur in GTA 4 so. Entschuldigung, ich muss gehen. Sondern hauptsächlich auch hier bei GTA 4 war das, dass man Sachen finden konnte. So. Ruhe da. Hello, hello, hello. My name is Nico Bellic. Und ich hole mir den Blister. Was haben wir denn hier? Da ist er doch. This car belonged to Vlad. No, it's Ma. Who asked? Nein, hier. It belongs to Vlad now. You should pay your debts. You that fat Russians, bitch? Just try and take. Du kannst bestimmte Gegner mit einem Betäubungsschlag überraschen. Dadurch geht er sofort zu Boden. Betäubungsschläge können nicht um einen Betäubungsschlag auszuführen, musst du einen Gegner anvisieren und dich ihm unbewaffnet nähern. Wenn du nah genug dran bist, ändert sich das Fadenkreuz. Drücke dann B, um den Schlag auszuführen. Okay. Versuchen wir es mal, ne? Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach einsteigen, aber wer will das denn? Ey Leute, wie cool ist das denn? Ja, der hat natürlich einen Kampfstil, den man kommen sieht. Seht ihr? Oh. Wie cool das ist. Was ist mit dir, Junge? Hier. Hast du Geld? Hast du Geld für mich, Junge? Hast du Geld für mich, frage ich dich. Oh, das war's. Ja, er hat kein Geld. Und du? Der ist schon Knockout. Okay, da haben wir den Wagen. Ohne Probleme. Ohne Probleme, Leute. Blister Compact. Bring Jimmys Wagen zur Garage.
Danke. Rufen wir direkt mal Vlad an. I have your new car, Vlad. It's not pretty, though. Real dirty. Dirty? I can't sell a dirty car. I know your cousins like them dirty. Maybe your whole yokel family drives around in the dirty cars, but it's not the way over here. Fucking peasants don't do nothing right. Hey, I could fuck this car up worse than a little dirt. Relax, man. You should lose your age. There is a car wash over on Saratoga Avenue. Just to take it over there, and then to my lockup just off Mohawk. Did they give the car up easy? He was reluctant. He's dead now. Stupid bastard. At least I got my money. Okay. Wir sollen ihn jetzt noch zur Waschanlage bringen. Null Probleme. Easy. Wow. Was ist denn hier los? Kriegt ihr wieder nichts gebacken, ja? Muss ich erstmal hupen, ne? Aber der kann blinken. Okay. Also blinken möchte ich auch gern können. Fahr doch. Ja, Car Wash. Sieht auch richtig dreckig aus, der Wagen, ne? Okay. Ja, sehr schön. Da ist er mal richtig strahlend weiß. Super. Was ist denn hier los? Ja, ich meine, es ist rot, ne, aber muss ich ja nicht mitmachen. Ich mag die Geräusche, dass man hört, dass er schaltet und so. Finde ich gut. Das hört ihr? Cheesy Pajamas. Ja, nice. Haben wir das auch geschafft? Ah, direkt neben dem Kabarett oder was ist das, ne? Coole Sache. So, Leute. I put the car in your lockup. You're not as stupid as you look, Yoko. Come back to see me at the bar soon.
Fuck you, Reptilian! Think I don't fuck with him? I don't want this to get really ugly. Oh. Alter. Mach doch sowas nicht! Ich wollte dich gar nicht schlagen. Du bist echt ein bisschen besoffen, ne? You ain't stealing no. The ship is descending. I got to escape. Ja, ist okay. Bye, bye. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, jedes Mal muss ich Scheiben einschlagen. Gibt's nicht sowas wie Dietrich oder so? Ja, das ging jetzt schneller, richtig. What's going on? Broker. Okay, wir gucken mal. Als nächstes gehen wir wieder zum Blatt. Roman. Nico, I'm being discharged from the hospital. Would you mind picking me up? I can do that for my cousin. I shouldn't take longer than an hour to get there. You're a lifesaver, cousin. I'll see you soon. Okay. Wir holen Vlad ab. Roman. Der ist echt im Krankenhaus gelandet. Nachdem wir besoffen waren. Ey, das ist ja auch nice, oder? Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Wow. Ich habe keine Zeit für Vlad. Ich muss meinen Cousin abholen. Roman hat jetzt Vorrang. Okay, guck mal, wie geil. Ah, ich habe mich irre leiten lassen. Ich hab's doch gewusst, dass es. Hier unten irgendwo ist. Ja, das üben wir noch. Roman! Oh my god. Holy shit! Ja, David, nicht you. You are a good cousin. Thank you for collecting me. I need to go home now. Ja, alles gut, Roman. Nico B in the house! Man, sometimes I cannot believe you are here with me. Really, I can't. It's hardly been a lot of fun since I turned up, cousin. Correct! It has been a fucking nightmare, but that's not the point. No? No, the point is, fuck it. The Bellic cousins are here in a land of opportunity, and we are making trouble for any fools who get in our way. If you say so. I do say so, man. I do. I just did. It's good to have you here. Whatever shit we get into, man, it's good. Thanks. Don't you miss home? You've been there a long time. You never get homesick? Sure. I miss things about home, but I think things are ruined now. Yes, I know what you mean. I miss the good times we had as children. When our fathers were too drunk to beat us. When there was food and the sun was shining. But now, now I live here and life is good. Is it? Yes, cousin, it is. Sure, this place is crazy, but so is home. And here it is okay to be an eccentric go-getter businessman with a taste for fine women, wine, and song. Is that how you see yourself? My God, you are deranged, cousin. This place has made you sick. Fuck you. I'm an individual, my friend. One of a kind. Or, to put it another way, a freak.
Ja, Nico, da gebe ich dir komplett recht. Lass mich mal eben hier durch. Oh. Wir müssen hier hin. So, Roman, da bist du wieder zu Hause. You're kind for giving me a lift, Nico. Call your sick cousin soon, okay? Okay. Bye bye. Speicherinhalte, bitte das System nicht abschalten. Was ich überhaupt nicht kriege hier in dem Spiel, ist ein Jingle. Diddle-din-din-din-din. Wisst ihr, was ich meine? Normalerweise, wenn es speichert nach irgendwas, was man gemacht hat, kriegt man doch so ein Diddle-din-din-din-ding. Das fehlt mir ein bisschen so. Aber es hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich den Sound ausgestellt habe, richtig? Sollen wir das mal testen, ob es geht? So. Na gut, Leute. Ich schalte mal eben den Sound ein und dann ist auch für uns hier wieder Feierabend. Lautstärke die Musik. Okay. So, ja. Vielleicht lag es auch einfach nur daran, aber wie gesagt, ich muss ja gucken wegen Copyright-Musik, ne? Sonst kriege ich Probleme. Ja, und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder hier bei GTA 4 Nico Bellic Story. Ja, bye bye.